Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beyond Good and Evil. Ich habe mich schon in die Nähe einer anderen Perle begeben. Ihr habt es jetzt kurz auf der Karte gesehen, wo ich bin. Denn hier hinten gibt es noch eine Perle zu holen. Plünderershöhle Nummer 3. Die werden wir doch auch noch schnell erledigen. Vorsicht, Miss Jane! Ja, Plünderer. Ich weiß. Wir Lassen versuchen Sie 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 nicht zu plündern. Miss Jane. Da haben wir aber ein Problem mit. Fünf Tore sind es wieder mal, die wir erledigen müssen. Die Kisten lasse ich jetzt einfach da Kisten sein. Denn wir haben nicht ewig Zeit, um hier nochmal alles zu sammeln. Außerdem haben wir auch so genug Kleingeld. Und wir müssen hier schnell durch. Nein, das geht jetzt aber noch nicht so wirklich. Ich halte die Klappe, denn jetzt wird es so. Schnell, die Tür schließt sich. Jetzt wird es wieder ein bisschen schwerer. Mein Gott. Was eine enge Kurve. Jetzt müssen wir Vollgas geben. Und da war ein Beschleunigungsstreifen auf dem Boden gewesen. Ja, ich habe kein Boost eingesetzt. Und nur noch ein Tor müssen wir. Zwei Tore? Ein Tor? Letztes Tor? Na komm, das schaffen wir doch, oder? Oh, was eine enge Kurve. Da vorne ist das gelbe Pfeilchen. Schaffen wir das? Oha. Langer Gang. Endet das hier jemals? Na komm, so viel könnt ihr doch hier nicht hinter diese kleine Insel gebaut haben. Und letztes Tor. Letzter Plünderer. Na komm. Geh kaputt. Wo bist du? Zeig dich. Ja? Ah, geht doch. Wollte gerade schon sagen. Und damit haben wir wieder eine Perle. Wir haben 19 Perlen. Und es geht immer weiter voran. Noch ein bisschen Kleinquellen sammeln. Wir haben ja noch nicht genug. So, dann wollen wir hier wieder raus, oder? Na los. Ab nach Helis. So, was zeigt uns denn hier unser Feld noch an? Dort hinten gibt es auf jeden Fall noch jede Menge Perlen. Da sind noch drei Tiere, die ich noch nicht habe. Wobei ich zwei davon noch nicht holen kann. In der Stadt gibt es noch jede Menge Perlen. Und wir, Moment, werden uns noch nicht zum Schlachthausrennen begeben. Auch wenn wir gerade da eigentlich passend sind. Nein. Wir gehen in die Stadt. Wir gehen ohne shoppen. Shoppen und Rennen fahren. Ja, das ist der Sinn dieser Folge damit geworden. Für Mamangos brauche ich noch 5 Perlen oder so. Ich glaube, das nächste kostet 20, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder 25. Also, nicht mehr lange, dann haben wir auch das. Viele Perlen sind es ja nicht mehr, die uns noch fehlen. Ja doch, ein paar noch. Aber das geht schon. Erstmal gehen wir shoppen. Ich will shoppen. In der Fußgängerzone, denn es gibt auch noch ein paar andere Sachen zu holen hier in der Stadt. Es gibt nämlich, ich wollte gerade sagen, hat der sich verändert, aber nee, der sieht genauso aus wie immer. Erstmal gibt es hier wieder ein paar Stakos. Hi Nuri, jo, her damit, gib mir meine Stakos. Identifizierung. Okay. Kaufe ein paar Stakos. Oh, drei. Ja, 4 Stück sollten reichen. Ja, 4 Stück sind mehr als genug. So, bei Wing Zus gibt es nämlich noch was anderes zu holen außer Perlen. Und ein Reparaturkit. Oh ja, man muss nur mal mit ihm reden. Denn wenn wir mit ihm reden und ihm die Lösung sagen, ja, können wir nochmal wieder ins Lager rein und im Lager finden wir immer wieder was Neues. Oder? Ja, da rechts ist eine Emtis aufgetaucht, die wollen wir natürlich haben. Also, her damit. Und das ist Iris 513. Ja, es gibt hier immer wieder neue News neu. Bei Ming Tzus. So, da ist ein Repair-Kit, das brauchen wir aber nicht. Und mehr hat der uns gerade nicht zu bieten. Also können wir jetzt zum Rennen. Jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt geht's zum Rennen. Leute, jetzt geht die Party ab. Yay! Yay, Jade freut sich auch. Yay, yay, Miss Jade. Jade ist ein toller Stoff gewesen im alten China und deswegen hüpft sie hier rum, denn sie findet das auch toll. So, rennen. Ganz viele Rennen. Wir wollen alle Rennen machen, wir wollen alle Rennen schaffen, aber ich weiß noch nicht, ob ich alle Rennen zeigen werde. Ich denke schon. Aber erstmal geht's jetzt zu Rennen Nummer 2. Hier geht's rechts rein. Ab zum Rennen. Die Alten, die Schwachen und die Wehleidigen.
haben noch 3 Sekunden, um zu ihrem Strickzeug zurückzukehren. Ja, dann weg mit euch. Ab zu eurem Strickzeug. Wir wollen hier los. Und das dauert so ewig. Jetzt geht's aber los. 3, 2, 1 und los geht die Chose hier. Und wir sind in der Stadt unterwegs. Und die Musik geht wieder ab. Ich finde sie einfach nur fetzig genial und toll. Und das ist ein etwas härteres Rennen, denn ihr seht es auch schon. Ja, hier ist auch etwas länger. Die Zeit betrug insgesamt 2,5 Minuten. Und ich finde es einfach toll, denn es macht so viel Spaß. Und mussten ganz kurz von dem Kasten runtergehen, damit wir hier durchkommen und die ganzen Effekte stören nicht beim Fahren. Ja, die Kamera an sich, die ist hier nicht unbedingt so die tollste, aber wir kommen dran vorbei. Wir kommen jetzt endlich mal dran vorbei, danke. Wir sind Vierter. Weg mit dir, weg, habe ich gesagt, weg. Geh weg, ich will Dritter hier. Also, so geht das hier aber nicht, so haben wir nicht gewettet. Weg, habe ich gesagt. Weg, 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 weg. Dauerbeschuss, Dauerbeschuss, der kriegt hier nichts mehr gebacken, bis er explodiert oder uns einfach dran vorbeilässt. So, 2 liegen noch vor uns, wir sind Dritter. Damit kriegen wir schon mal Geld, wenn wir das hier schaffen, aber wir wollen ja Erster werden. Und wir haben noch 2 Runden vor uns. Oh, enge Kurve, enge Kurve. Oh, schießen wir ihn ab, weg. Ich will hier Erster werden, also weg mit dir. Damit sind wir Zweiter. Und der übliche Verdächtige ist natürlich mal wieder Erster und wir sind es leider nicht. Das missfällt mir. Das missjagt mir, ja. Ah, da vorne ist er. Abschießen, abschießen, komm, ich muss noch treffen. Hahaha, beim Runterfallen habe ich dich getroffen. Komm schon, lass dich treffen. Ich will an dir vorbei. Lass mich vorbei. Komm, ich will nur eine Runde hier, einmal hier das Rennen machen müssen. Nicht 5-mal, 10-mal, 100-mal. Den Boost mitnehmen, damit wir dran vorbei können. Und damit sind wir Erster. Jetzt müssen wir nur noch die erste Position halten. Das wird jetzt das Schwerste werden. Oh, wir gehen in die letzte Runde. Wir gehen in den letzten Bereich. Und hast reingeschafft. 2,29,35. Das ist ein neuer Nicht-Rekord. Eigentlich. Na egal. Wir brauchen auch keinen neuen Rekord, denn wir haben eine neue Perle. Gut, damit müssen wir uns das jetzt nicht alles zu Ende angucken. Wir sind ja auch ein bisschen overpowered gewesen für dieses Rennen, aber wir haben es trotzdem mitgenommen. Ich meine, hey, 20 Perlen, die kriegt man nicht einfach so. Und natürlich ein bisschen Kleingeld. Gut, Leute, das war es dann erstmal wieder für diese Folge von Beyond Good and Evil. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir eventuell dann den Hauptstrang folgen werden. Ich bin Herr 1986, bis dann.